Oh Gott. Ich hoffe, hier sind keine Fische mehr drin. Also ich meine, da sind wahrscheinlich definitiv keine Fische mehr drin. Da ist sogar ein Preis angebracht. Oh nein, da sind die. Oh, Papa, was hast du gemacht? Du hast einfach die Aquarien inklusive der Fische in den Keller gebracht. Und jetzt sieht es so aus? Also der liebt aber seine Tiere nicht. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge vom, wie heißt der eigentlich? Aquarist, glaube ich, heißt es. Auf Steam in meiner Bibliothek steht es irgendwie anders. Da steht irgendwas Achua, keine Ahnung. Naja, jedenfalls ist es nicht so ganz gut übersetzt. Ich habe gesehen, dass euch das Spiel ganz gut gefallen hat und ich habe selber etwas festgestellt. Nämlich, es geht nicht nur um diese Story, sondern es geht tatsächlich darum, dass ich meinen eigenen Laden eröffnen kann und halt Aquarien und unter anderem auch Fische und Zubehör etc. verkaufen kann. Und ich fand das ganz spannend, mal zu gucken, wie sich das Spiel so entwickelt. Es kann sein, dass ich da ein bisschen mehr so zusammenschneide, weil weiß ich genau, wie das dann später so sein wird. Aber vorerst folgen wir mal der Geschichte. Das haben wir beim letzten Mal hier schon gesehen. Man kann immer nur zu so sehr dummen Zeitpunkten speichern. Das ist ein bisschen schade, dass ich dann halt nicht selber bestimmen kann, wann ich hier aufhören will. Aber whatever, wir gucken erstmal. Wir kommen in meinem Haus, genau, wir wurden ja hier rübergerufen. Ich weiß nicht mehr, hatte sie uns ihren Namen gesagt? Sie hat auf jeden Fall das Problem, dass hier ihre Katze die Fische jagt und jetzt gleich wissen wir schon, was passiert. Exakt das passiert. Oh nein, meine Katze hat das Aquarium auf den Boden geworfen. Schnell, wir müssen den Fischen helfen und das Aquarium für sie reparieren. Auf jeden Fall. Füll die Küchenspüle mit Wasser. Hä, und die soll die da einfach liegen lassen? Mädel, wo ist die Küche? Hier unten? Ah, heb du mal bitte die Fische auf, ja? Kümmerst du dich da drum? Okay. Die steht da einfach rum und tut nichts. Klicke. Okay, ich klicke. Verwende ein Netz und bring die Fische in die Spüle. Netz? Haben wir ein Netz? Müssen wir ein Netz kaufen? Ich befürchte, wir müssen ein Netz kaufen. Ich weiß nicht, wo das Netz hinkommt. Wo gibt's das Netz? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schaber? Schaber? Nein. Das war's nicht. Wo ist denn das Zeug? Da! Hier, Netz kaufen. Kaufe 15 Euro. Oder Dollar. Wo ist denn das? Wo kommen denn hier die Dinger an? Vielleicht oben? Schnell, 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 schnell. Mädel, da! Auf deinem Schreibtisch. Okay. Ich hoffe, ich kann sie gleichzeitig tragen. Ich meine, das geht. Nicht! Okay, gut, es geht nicht. Dann laufen wir halt für jeden Fisch einmal extra runter. Hier. Einen Fisch haben wir schon gerettet. Sehr schön. Schnell wieder hoch. Nächsten retten. Welchen nehmen wir? Ist mir egal. Oh nein, der da hinten, der sieht schon so voll tot aus. Das ist eine Muschel. Okay. Alles klar, dann ist das nicht so schlimm. Oh Gott, hoffentlich kriege ich sie alle. Fisch Nummer 2. Ich glaube, das war ein Verwandter. Ich glaube, das war auch ein Goldfisch. Nehmen wir mal einen von den anderen. Wo ist denn das da hier? Der da. Ich hasse es, dass ich für jeden Fisch einzeln laufen muss. Das macht doch gar keinen Sinn. Habe ich nicht einfach einen Eimer mit Wasser geholt oder so und sie dann da einfach reingetan? Vielleicht hat sie keinen Eimer. Komisches Mädchen. Schnell, komm mit, Goldie. Die haben doch bestimmt alle einen Namen. Oh, nee, ey. Die sind aber sicherlich nicht ganz zufrieden in der Spüle. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt irgendwie Salzwasserfische sind. Nee, ich glaube wahrscheinlich nicht, weil sieht aus nach Goldfisch. Und Goldfisch ist ja meiner Ansicht nach kein Salzwasserfisch, sondern das war, glaube ich, Süßwasser. Nein, 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 nein. Der letzte Fisch starb an Sauerstoffmangel. Oh nein. Ich bin sehr traurig. Etwas muss dagegen getan werden. Warum werfen wir ihn nicht in die Toilette? Ich habe gesehen, wie meine Mutter das gemacht hat. Ich möchte nicht. Ich möchte bitte den kleinen Fisch behalten. Wir sind noch zur rechten Zeit da. Nein. Wir haben den Tod eines Goldfisches zu beklagen. Wo ist denn die Toilette? Hier. Tschüss. Ich wünsche dir einen guten Weg. Free Nemo. Ich habe einen Erfolg erhalten. Wunderbar. Lass das Netz fallen, um die Hände frei zu haben. Okay, ich lasse das Netz fallen. So, dass du das umgefallene Aquarium aufheben und wieder an seinen Platz stellen kannst. Ach so, das ist noch heile? Wie denn? Halte die rechte Maustaste gedrückt und klicke dann auf die linke. Komplizierter kann man es nicht machen. Vielleicht sollte sie sich überlegen, ob sie das wirklich haben möchte mit einer Katze hier. So, und dann klicke hier, um das Aquarium in Position zu bringen. Ach so, das war ja sehr komisch. Kaufe und benutze einen Mop, um das Wasser vom Boden zu wischen. Hätte die das nicht mal in der Zwischenzeit machen können? Ich meine, ich bin doch nicht der Profi dafür. Mop. 18 Dollar. Nun gut. Hebst du vielleicht wenigstens schon mal die Steine auf und die Pflanzen? Oder sind die jetzt auch hinüber, dass wir sie nicht mehr benutzen können? Mhm. So. Drücke J. Was ist denn noch meine Aufgabe hier? Schütte Erde ins Aquarium. Platziere Lampen im Aquarium. Gieß Wasser ins Aquarium. Alter, die übertreiben aber. Okay, gut. Dann wir holen erstmal Erde. Muss ich ja wohl kaufen vorher, ne? Oder hast du Erde? Hast du Erde hier oder muss ich die jetzt selber wieder auch noch bestellen? Ich befürchte, ich muss es bestellen. Wo war denn das gleich? Nein, ich weiß das nicht mehr. Hä? Achso, das Aquarium. Hier. Ist das egal? Darf ich mir mal wieder was aussuchen? Oh, ich würde voll gerne so Sand oder sowas nehmen. Das ist doch keine Erde, das ist Sand. Ah, das sieht auch hübsch aus. Ich nehme das da. Wait, das ist ja unterschiedlich teuer. 74. Das ist das günstigste. Ich nehme das. Und wahrscheinlich brauche ich auch noch eine Schaufel. Hier ist eine Schaufel. Dann kaufen wir die auch nochmal neu. Ich meine, theoretisch könnte ich ja auch die anderen Sachen schon mal holen, ne? Aber Thermometer, Moment mal, das lag doch auf dem Boden. Vielleicht brauche ich das gar nicht. Vielleicht kann ich das so benutzen. Das sieht doch noch gut aus. E und E. Und jetzt klicken. So, dann gucken wir doch mal, ob das hier auch die richtige Erde ist. Ich brauche ungefähr 5 Schaufeln und dann ist das komplette Aquarium voll. Ich glaube nicht dran. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Es sieht tatsächlich aber eher aus wie so ein Salzwasser, weil also Salzwasser-Aquarium, weil da halt eben Sand drin ist. So, was machen wir jetzt damit? Rechts. Und dann schmeißen wir das hier einfach hin. Oh, was hat die denn da noch liegen? Die hat da ein komplettes Croissant. Oh, hätte ich jetzt vielleicht Bock auf ein Croissant?
Darf ich mal abbeißen? Ist das mit Nuss-Nougat-Creme? Oh, lecker. Oh, und voll hübscher Kaffee. Hm, yum, yum, yum. Ach, guck mal, ich kann das aufheben. Das da hätte ich gerne. Ja. Ja, 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 ja. Das hätte ich und das hätte ich auch gerne. So, dann können wir nämlich das hier schon mal vielleicht... Ist das innen? Ja. Ja, sieht doch gut aus, oder? Das sieht aus nach innen. Das auch. Und dann nehmen wir auch noch das Teil da. Das kommt auch nach innen. Ja, meinetwegen da. Ja, okay, okay, okay. Die Frage ist, ob wir die Dinger hier auch schon reintun können. Ich schmeiß die Dinger einfach schon mal rein, weil die waren ja vorher auch da. Müssen wir wahrscheinlich auch nicht großartig verändern. Hier so, da können die sich ein bisschen verstecken. Das ist schön. Dann tun wir die auch schon mal rein. So, ja, vielleicht... Oh, oh. Okay, das war vielleicht keine gute Idee. Eh. So, wenn ich die in der Hand habe, passiert hoffentlich nichts. Ich denke mal, ich muss zuerst das Wasser holen. Hä? Aber nee, wahrscheinlich brauche ich erstmal so einen Eimer, oder? Brauche ich einen Eimer? Ich befürchte ja. Da. Okay, huh. Ich habe schon wieder so viel vergessen, glaube ich. Wo ist denn der Eimer? Hä? Ach, da hinten. Auf ihren Saturn-Büchern. Ja gut, Leute. Ich laufe mal erstmal... Oh, ich hänge hier mal fest. Wer hat denn diese Wohnung gebaut? Nee, da kann ich ja jetzt kein Wasser abzapfen. Muss ich hier machen. Ich kann es ja nicht bei den Fischen da reinhalten. Ich nehme einfach das Wasser da aus der Toilette. Ich muss jetzt, glaube ich, ein paar Mal laufen. Boah, ist ja schon richtig voll. Pass auf, Leute. Ich mache das mal eben voll und dann hören wir uns gleich wieder. Und sehen uns natürlich auch gleich wieder. Ist schon fertig? Oder noch eins? Ah, vielleicht noch ein. Na, passt hier noch rein? Okay, passt da noch einer rein? Okay, das war jetzt schon voll genug. Dann schmeiße ich den mal hier in die Ecke. Aber wahrscheinlich kann ich jetzt die Dinger hier schon reintun. Oh, oh. Oh, ich muss schnell das einstellen. Was brauche ich denn überhaupt? Inspizieren. Zu kalt. Wie hoch muss es denn? Temperatur, wie hoch muss sie denn? 23? Oh, erstmal aktivieren, ne? Und das hier auch. Das ist Thermometer. 15 Grad. Zu kalt, ne? Muss ich das, da muss ich doch auch noch anmachen. Ja, wie komme ich da ran? Hier. Filter aktivieren. So, wie sieht's aus? 17 Grad. Ist wahrscheinlich immer noch zu kalt. Welche waren denn das? Welche habe ich denn hier? Oh, wo finde ich raus, wie viel Grad die brauchen? Ich glaube, das ist die eine. Ich brauche 22. Zwischen 22 und 28. 23 und 27. Wir machen mal 23 Grad. Oh, ich glaube, sie sind schon zufrieden. Ah, es sind 23 Grad. Ach so, perfekt. Ja, gut, gut, gut. Dann kann ich ja die hier auch aufheben, ne? Tun wir die hier auch noch vielleicht so an die Steine? Okay, die sind alle zufrieden. Dann haben wir die Sachen hier noch. Hebe ich einfach mal alles auf, wa? Okay, jetzt haben wir alles, was hier auf dem Boden lag. Kann ich ja theoretisch einfach nur hier reinfallen lassen. Was war das denn? War das so ein Krug? Ich glaube, das sieht aus wie so ein Krug. Platziere Deko-Elemente aus Holz. Steine habe ich. Na, da fehlt noch ein Stein. Und es fehlen noch zwei Pflanzen und ein Hintergrund und Lampen. Hä, aber die hatte doch vorhin schon alles. Das heißt, es war ja vorher auch schon nicht richtig, ne? Hm, da muss erstmal ich wieder vorbeikommen. Welches waren denn? Wir haben auf jeden Fall welche von denen hier. Die finde ich ganz hübsch. Eigentlich passt ja alles. Ich nehme noch einmal die da und die da nochmal. Dann brauche ich irgendwas aus Holz, haben die gesagt. Das da. Deko-Elemente aus Holz. Oh, eine hölzerne Wurzel. Die sieht auch gut aus. Mit einer hölzernen Wurzel. Ja. Dann fehlt noch ein Stein. Ich könnte hier theoretisch auch schon mal die Fischchen wieder hochholen. Ist das hier wurscht? Ich glaube, es ist egal, welcher da reinkommt. Oder? Naja, wir haben auf jeden Fall hier erstmal alles gespeichert. E, E und E und E. Was noch? Da fehlt doch noch was. Fehlt da nicht noch was? Nee, ne? Den könnten wir vielleicht noch ein bisschen größer machen. Und dann kommt der hier so hin. Oh, oder ich setze den so an die Wand. Naja, egal. Ich kann den später nochmal aufheben. Hier kommt noch einer hin. Oh, und das hier hätte ich auch gerne. Okay, es ist tatsächlich schon größer. Wie kann ich das drehen? Ah, so. Oh, vielleicht tue ich das da so drauf. Mann, das hat gar nicht geklappt. Na, Kai, muss ich nochmal üben. Größer und dann so drehen. Ich möchte, dass das da so drauf fällt. Okay, dann lassen wir es halt so. Jetzt fehlen auf jeden Fall nicht mehr viele Sachen. Es fehlen nur noch zwei Lampen. Ja, direkt zwei kaufen. Und ich glaube, ich muss wahrscheinlich auch noch einen Goldfisch nachkaufen, weil da ist uns ja einer hops gegangen. Oh, und noch eine Hintergrundwand. Wo war das denn nochmal? Hier nicht. Hier, da. Das ist doch eine Hintergrundwand. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Haben wir die neu gekriegt? Ich glaube, die kannte ich nicht. Ja, cool. Die nehme ich. Die probiere ich auf jeden Fall mal aus. Oh. Ah, hier, guck mal. Ich hoffe, die gefällt dir. Die habe ich jetzt gekauft für dein Aquarium. Ja, weil ich bin ja Profi. Und beleuchten müssen wir das auch, weil vorher war das ja auch noch nicht beleuchtet. Ne? Also das ist alles nicht gut, wenn das nicht beleuchtet ist, weil dann sieht man ja nichts und die Fische sehen ja auch nichts. Falsch rum. Hallo, falsch rum. Hallo, ich möchte das bitte. Ah, na geht doch. Oder auch nicht. Hier weiter nach da hinten. So. Und so. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. Ja, so. Da. Wunderschön, wunderschön. Nein, jetzt habe ich den aufgehoben. Oh, ich habe es aus Versehen aufgehoben. Oh, jetzt ist das schief. Ich glaube, das passt. Ich wollte doch eigentlich nur das Licht anmachen. Wie geht denn das nochmal? Oh, das ist ja gar nicht richtig. Ups. Ist das hier gerade? Wie kann ich das denn einstellen? Mit Rechtsklick wahrscheinlich. Ah, genau. Aktiviert. Aber wir wollen... Ja, was wollen wir denn überhaupt? Ich...
blau. Ich lass mal blau. Ah, aber man sieht ja gar nichts, weil es ist fast nicht an. Damit wir machen 17. Okay, gut. Und hier machen wir auch blau und auch 17. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, auch blau. So, das sieht doch schon mal gut aus, aber ich finde die Wand da hinten ist so ein bisschen... Eigentlich hätte ich so gerne den... Oder nein, kann ich nicht den da so hinten dran machen? Objekt, da. Objekt wird im Hintergrund platziert. Aber nicht da oben, sondern ein bisschen weiter unten. Lass mich doch mal... Ja, genau, genau. Objekt bearbeiten. Und jetzt hätte ich es gerne noch größer. Das ist das Größte, was geht leider. Hat es geklappt? Jetzt sag mir doch mal, ich möchte das da... Nee, ich möchte... Warum ist denn das so weit oben? Objekt wird im Hintergrund platziert. Ist das jetzt da? Ich sehe das nicht. Ich sehe einfach nichts. Seht ihr überhaupt irgendwas? Ist es schon dort? Kann ich irgendwie mich bücken? Ist ja interessant. Objekt aus Holz ist scheinbar nicht mehr da. Es ist irgendwie immer noch in meinem Inventar. Hä? Och Mann, ich möchte das hier dran platzieren. Ja, so, so. Okay, gut, dann eben halt so, von der Seite. Mir egal. Ha! Haha, sieht voll blöd aus. Okay, es geht nicht mehr weg. Dann gehört das natürlich genauso. Wir lassen das auf jeden Fall genau dort. Seeteufel holen wir jetzt und Goldfisch. Ich weiß noch nicht, ob ich tatsächlich auch genau das Richtige genommen habe, also die richtige Temperatur. Ich hoffe halt, dass wir mit dem 23 Grad genau richtig sind. Oh. Nein, ich wollte eigentlich mehrere mitnehmen. Also wenn man die in den Müll schmeißt, kann man ja mehrere nehmen. Goldfisch. Erstmal angucken. Was sagt er? Goldfisch? Okay. Temperatur gut, Vegetation gut, Dekoration gut, Anzahl Fische schlecht. Ja, das ändern wir jetzt. Wir holen jetzt deine Kollegen. Wir nehmen jetzt erstmal einen von denen da. Dann wird er hoffentlich auch mit zufrieden sein. Abgeschlittert. So, und wir sind ja aktuell wohl noch in Übung. Bevor wir unser erstes Geschäft eröffnen können, müssen wir natürlich erstmal trainieren. Weil wenn man selber nicht trainiert, dann kann man ja nichts erreichen. Deswegen denke ich, wir müssen wahrscheinlich ein paar Aufgaben erstmal erfüllen, damit wir auch wirklich Ahnung haben, was wir da tun. Und deswegen wird das wahrscheinlich, naja, gut. Wobei, es könnte schon sein, dass das jetzt beim nächsten Mal... Also ich bin gespannt. Ich habe gar keine Ahnung, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Wo ist denn der letzte? Ist der abgehauen hier durch ein Gulli? Hä? Hallo? Leute, haben wir nur 3 Fische runtergebracht? Nee, oder? Oder doch? Okay, dann kaufen wir halt 2. Habe ich hier irgendwo einen auf der Treppe verloren? Okay. Ja. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie fehlen da welche. Wir holen mal einen kleinen, ne? Wir holen mal einen kleinen Goldfisch und einen Seeteufel. Das war ein Seeteufel, ne? Bitte sag, das ist ein Seeteufel. Ha, ja, Gott sei Dank. Ich finde es immer so süß, wie die hier so ankommen. In ihrem kleinen Wasserbeutel. So, neue Freunde. Juhu. Oh, mein Aquarium sieht wunderschön aus. Vielen Dank, du bist wunderbar. Du verdienst eine angemessene Belohnung. Hier ist das Geld für deine harte Arbeit. Du bist wirklich ein toller Aquarianer und ein toller Freund. Ja, vielleicht spare ich mir jetzt gerade auch das Geld zusammen für meinen Laden. Dein Vater wartet unten auf dich. Ich glaube, er hat eine besondere Überraschung für dich. Geh und rede mit ihm. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe mit dem Aquarium. Oh, neues Level und neue Sachen. Sind die alle neu? Wow. Oh, das ist ja richtig cool. So ein Totenschädel. Oh, eine kleine Burg, so ein kleines Schlösschen. Wie süß. Stein, Stein. Das sind nochmal ganz andersfarbige Steine. Ah, ihr seht nicht alles, ne? Hier ist noch eine Muschel drunter unter meinem Kopf. So coole verschiedene hölzerne Wurzeln. Plötze. Was? Oh, neue Hintergründe. Neue Erde. Oh, ich liebe das, wenn ich ein Level up habe. Level up habe. Mal gucken, wie viele Level es überhaupt gibt. Wie viel habe ich jetzt gemacht? 1351. Es war nicht ganz so viel. Geh und rede mit deinem Vater. Also, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch Spaß mit deinem neuen Aquarium. Ach, das sieht wirklich hübsch aus. Yay. Hallo, Papa. Hey, Papa. Hallo Sohn, ich sehe, du hast dich gut geschlagen und noch mehr Geld verdient. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. In der Zukunft, wenn du erwachsen bist, kannst du dein erstes Aquaristikgeschäft im Keller unter unserem Haus einrichten. Dort gibt es genügend Platz für mehrere Aquarien und Verkaufsregale. Es gibt mal ein kleines Problem. Es ist ein großes Chaos, weil ich dort lange nicht sauber gemacht habe. Wenn du denkst, du bist hier fertig, komm zu mir und wir gehen nach Hause. Okay, das ist ja cool. Also ich kann tatsächlich von unserem Haus aus dem Keller Aquarien und hoffentlich auch Fische verkaufen. Ich kann die ja auch vermehren. Ja, ich bin fertig. Hallo, ich bin fertig. Bist du bereit, nach Hause zu kommen? Auf jeden Fall. Ein paar Jahre später. Was? Ach so. Gespeiche. Halte die Lampe. F? Was? Drücke F, um die Leuchte einzuschalten. Um Gottes Willen. Das ist ja gruselig hier. Sohn, du bist endlich alt genug, um deine Leidenschaft ernst zu nehmen und deinen ersten Laden zu eröffnen. Hier ist unser wunderbarer Keller. Als ob ich den nicht kennen würde. Ich wohne da gar nicht. Das Aufräumen wird ein wenig Mühe erfordern, aber ich denke, du schaffst das. Leider funktioniert der Strom nicht mehr. Was? Ich glaube, im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Bring das in Ordnung und wir können sehen, wie es hier aussieht. Bevor ich es vergesse, hier ist ein wenig Geld für den Start deines Geschäfts. Jetzt habe ich 3351. Wow. Warum haben eigentlich Keller immer ein Problem mit der Sicherung? I don't like it.
Oh Gott. Ich hoffe, hier sind keine Fische mehr drin. Also ich meine, da sind wahrscheinlich definitiv keine Fische mehr drin. Da hast du keinen Preis angebracht. Oh nein, da sind die... Oh, Papa, was hast du gemacht? Du hast einfach die Aquarien inklusive der Fische in den Keller gebracht. Und jetzt sieht es so aus? Also der liebt aber seine Tiere nicht. Fische sind auch Tiere. Ekelhaft. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich mache ihm große Vorwürfe. Wo ist denn überhaupt der Sicherungskasten? Papa, wo ist der Sicherungskasten? Ist das der Sicherungskasten? Hier. Aha, da fehlt eine Sicherung. Habe ich doch gewusst. Da ist noch eine Lampe. Wo ist denn die Sicherung? Papa, ich habe die Sicherung. Ich habe den Sicherungskasten gefunden. Aber nicht die Sicherung. Papa, ich habe die Sicherung doch gefunden. Hier. Okay, okay. Wir schaffen das schon. Die Sicherung hat Papa gekauft, aber er hatte keine Zeit, sie reinzutun. Ja, er hat gesagt, ich kaufe die, aber ich lasse sie einfach liegen. What? Ja. Im Laufe der Jahre hat sich hier viel Müll angesammelt. Wenn der Laden in so einem Zustand ist, kannst du keine Kunden reinlassen. Kümmere dich darum. Dann beginnen wir mit der Einrichtung der Aquarien und bereiten den Laden für die Eröffnung vor. Schließe! Speicher das Spiel mit dem Gerät, das auf dem Tisch liegt. Ach, jetzt kann ich doch speichern. Welches Gerät? Da? Ist das hier eine Speicherung? Das da? Speich! Ja, ich habe gespeicht. Übernimm den Auftrag. Jetzt kann ich ja... Ist meine Leuchte noch an? Nee. Okay. Kann ich die hier irgendwie weglegen? Oder ich will die nicht wegschmeißen. Kann ich die da so drauflegen vielleicht? Leg die Leuchte ab, klicke dann und halte auf den Müll gedrückt. Ja, okay. Ich schmeiß mal hier den Eingang. Und wo soll ich das jetzt wegschmeißen? Papierkorb. Ah, ich zerkleiner das. Ich hab's im wahrsten Sinne verkleinert, okay. Rein damit. Hui. Wie das Paket so klein wird. Tschüss. Das sieht ja süß aus. Muss ich hier alles oder kann ich das hier auch wegschmeißen? Achso, ist völlig wurscht, was ich wegschmeiße. Ich muss einfach nur 6 Dinger wegschmeißen und dann ist ordentlich, oder was? Teile des Mülls sind wertvoll. Finde ihn und verkaufe ihn, indem du draufklickst. Was ist denn wertvoll? Das da? G. Aha. Kann ich das auch verkaufen? Was? Moment mal. Ich verkaufe doch hier lieber noch mal ein paar Sachen. Ich brauche Geld. Klicke auf den umgefallenen Schrank, um ihn aufzuheben. Ja, Moment. Aber ich denke, ich kann hier vielleicht auch noch ein bisschen Kohle für kriegen. Dafür doch bestimmt auch. Nee, das ist das Müll. Das da? Oha, was? 37? Heilige. Da ist noch ein Reifen. Der gibt bestimmt auch was. Was ist denn mit der Leuchte? Brauche ich die noch vielleicht? Die lassen wir mal da liegen. Das kann ich bestimmt verkaufen. Ich weiß nicht, ob das hier so eine... Ja, es könnte sein, dass ich so manche Dinge noch brauche. Na komm, wir heben erstmal das Ding hier auf. Den da? Oh, wenn du Mob hältst, drücke und halte die linke Maustaste. Übertreib doch nicht. Nein, wir stellen den auch nochmal auf, ja? Reparierte Möbel können verkauft werden. Ja, ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich das brauche oder nicht. Brauche ich das? Der ist ja kaputt, der Schrank. Klicke, um das reparieren. Locker. Das locker reparieren. Ich habe das locker reparieren. Mhm. Wo ist denn mein Mob? Habe ich nicht, ne? Muss ich erst kaufen. Hier, Mob kaufen für 18. Wo wird das abgelegt? Da. So, dann schmier ich hier mal so ein bisschen drüber, ne? Lalala. Wir machen das Graffiti mit dem Mob weg, wie man es normalerweise auch tut. Habt ihr das schon mal erlebt, mit einem Mob so an dem Schrank rumzurubbeln? Ich nicht. Kauf und nimm einen Farbroller und die Farbe, mit der du die Wände streichen möchtest. Okay, Farbroller? Haben wir einen Farbroller? Ich glaube, ich muss wahrscheinlich erst einen Farbroller kaufen. Ich bin gerade auch nicht so sicher, ob ich hier erstmal die Dinger da wegschmeißen soll. Stimmt, oder? Das war doch am Anfang wahrscheinlich nur die Aufgabe, damit ich weiß, was ich mit den Dingern tun soll. Komm schon. Oh, diese fetten Pakete. Papa, was hast denn du hier gekauft? Wofür brauchst du diese ganzen Paketdinger? Einfach direkt entsorgen. Ey, verstehe ich ja nicht. Stell dir mal vor, ich würde das machen. Mit meinen ganzen Sachen, die ich immer bei Zanzara for Kids bekommen habe. Und dann einfach die Pappe nicht zusammenfallen. Ey. Da hätte ich den ganzen Keller nur voller Pappkartons. Wow. Ich glaube, wir brauchen hier auch einen Durchgang, weil da geht es ja noch weiter. Was ist denn dahinter? Sagt er bestimmt gleich noch. Erstmal ein bisschen... Oh, nee, sind da... Oh, das sind so viele Kartons. Nehm doch diesen Karton, bitte. Danke. Oh, da ist noch ein kaputter Schrank. Wait, hier. Ich muss das auch noch sauber machen. Und hier ist auch noch Dreck, oder? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ob ich jetzt schon streichen soll. Oder ob ich erstmal die ganzen Sachen verkaufen sollte. Da ist eine Wasserwaage. Oh. Ah, da kriege ich bestimmt auch noch Kohle für. Wo ist mein Mob? Ah, hier. Dann machen wir erstmal das hier noch kurz sauber. Ich weiß zwar nicht genau, ob ich die Dinger brauche oder ob ich sie einfach nur sauber mache und dann wieder verkaufen kann. Miro? Ich kann meinen Kater anrufen. Der hat jetzt Telefon. Im Himmel. Habe ich es weggeschmissen? Was ist da denn? Oh, das sieht ja cool aus. Kann ich das nicht einfach verkaufen? Ja. Ich hätte es auch wegschmeißen können, aber ich will es natürlich lieber verkaufen. Ich kann mir bestimmt auch hier irgendwas Neues holen. Ich weiß ja nicht, ob ich es noch brauche. Ich kaufe erstmal den Farbroller. Welche Farbe machen wir denn mal? Entweder machen wir hier blau, weil das ist ja so Unterwasserwelt. Oder halt gelb, weil es so eine Komplementärfarbe, also weil es halt so hübsch aussieht dann miteinander. Ich nehme mal erstmal blau. Vielleicht kann ich auch verschiedene Farben nehmen. Aber es ist natürlich relativ teuer und ich habe nicht so viel Kohle. Wir testen das erstmal. Vielleicht streicht er ja auch automatisch alles. Weiß er nicht. Wir starten mal hier. Sollte ich das erstmal vielleicht eintunken? Ich habe noch keine Farbe dran, oder? Klicke gerade mit links und streiche die Wand mit nichts. Hä? Hä?
Habe ich da jetzt irgendwas gestrichen oder muss ich gerade hier stundenlang streichen, damit das überhaupt irgendwie eine Farbe erhält? Was bitte? Ist das jetzt gestrichen? Hä? Leute, was ist das? Das sieht gar nicht aus wie eine Farbe. Das ist einfach, ich habe die Ritzen gestrichen. Warum? Ich habe einfach nur Ritzen gestrichen, hä? Okay, Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich die Ritzen alle fertig gestrichen habe. Really? Ich glaube, mein Topf ist leer. Was? Mein Topf ist einfach mal leer gegangen. Kann ich den da wegwerfen? Ah, er ist weg, okay. Es ist ja leicht deprimierend, ne? Kaufe ein neues Bodenmuster. Nun gut, dann mache ich erstmal ein neues Bodenmuster und dann gucken wir danach mal. Also, Fußbodenmaterial, entweder das da, Holzboden oder so ein Metallding. Hart, klassisch und billig. Keine weiteren Informationen nötig. Holzboden im Muster von Versailles. Der ist einfach nur so zusammengeschustert, ne? Der ist ein bisschen günstiger, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte lieber den da haben. Das ist aber doch nicht nur eine einzige Plakette, oder? Ich versuch's mal. Okay, das sieht auch nicht besser aus als vorher. Kaufe Dekorationen für dein Geschäft und baue sie auf. Ja, ich kann das so nicht stehen lassen, Leute. Ganz ehrlich, ich kaufe jetzt erstmal nochmal Farbe. Sie ist einfach vom Himmel gefallen. So, ich muss das kurz zu Ende machen, damit das wenigstens ein bisschen hübsch aussieht. Ja, ihr versteht das hoffentlich. Ich bin mir sicher, ihr würdet das auch machen. Es gibt's doch nicht, es ist schon wieder leer. Ich hab's nicht geschafft. Wegen dieser zwei kleinen Wändchen, ja? Achso, da fehlt auch noch eine. Und da drüben muss ich wahrscheinlich auch noch streichen. Na gut, dann kaufen wir halt noch einmal Farbe. Und ich soll ja auch noch Dekorationen kaufen. Das muss ich auch gleich angucken. Was das für Dekorationen sein sollen. Also, gestrichen haben wir fertig. Ich glaube, da fehlt jetzt nichts mehr. Dann kann ich ja den mal irgendwo hier abstellen. Schwupps. Oh, okay. Ja. Okay. Oh, ich verkaufe das hier. Das kann ich nicht aufheben. Kann ich nicht verkaufen. Das hier kann ich wahrscheinlich verkaufen. Leiter. Wo geht's denn da hin? Das ist ja auch eine Tür. Nee, ich will die Tür nicht verkaufen. Vielleicht geht's da noch irgendwo hin. Ich schmeiß nochmal hier ein paar Kartonteile weg, weil hier noch so viel rumliegt. Ich weiß gar nicht genau, was ich hier noch für Dekorationen kaufen kann. Vielleicht auch so Blumen oder so. Pflanzen, meine ich. Aber vielleicht kann ich auch ein paar neue Poster kaufen. So wie das da. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Und ich glaube, es ist auch so gemeint, dass ich die Dinger hier verkaufe. Oder was meint ihr? Das sieht tatsächlich so aus, als ob das irgendwie noch wichtig wäre. Ich weiß nicht, ob ich da was reintun kann. Ach, Moment mal. Das ist ja eine Tür, die steht da einfach nur an der Wand. Wait. Dann brauche ich die ja wahrscheinlich nicht. Was ist denn damit? Kann ich das irgendwie an der Wand befestigen so? Nee. Müll. Na gut, dann ist das wohl doch Müll. Schade. Ich dachte zuerst, das sei irgendwie was, was ich noch gebrauchen könnte. Ich verstehe zwar nicht, warum ich das da wegschmeiße und warum ich auch diese Hütchen hier wegschmeiße, aber das hat sonst keine Verwendung. So, okay. Also so ungefähr. Hier gibt es immer noch so ein paar Sachen, die ich wegschmeißen könnte. Aber ich würde trotzdem erstmal gucken, dass ich Dekorationen kaufe. Die sind hier. Ich habe nur eine einzige Pflanze, die ich kaufen kann. Okay, dann kaufe ich halt die Pflanze. Ja, Oh! Wow. Wo soll das hin? Kauf ein neues Muster für die Wand. Ach so, danach. Ah, jetzt habe ich es gestrichen und jetzt kann man danach dann nochmal irgendwie was anderes nehmen als Muster. So, ich denke mal, die kommt in die Ecke vorerst. Ich würde sie so gerne nochmal drehen. Kann ich das drehen? Ah, ja. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, die wurde nicht so perfekt gegossen. Ein neues Muster für die Wand. Nämlich, es gibt entweder das da, das habe ich jetzt, glaube ich. Dann gäbe es so Marmor, oder was ist das? Genau, quadratische Marmorfliesen. Oder aber eine klassische Wand. Das ist natürlich etwas teurer. Und blaues Marmor finde ich jetzt auch nicht so schön. Deswegen würde ich erstmal eine normale Wand nehmen. Ich kann ja wahrscheinlich immer noch das andere auch machen. Ich könnte ja auch noch eine Wand anders betonen. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier einmal aufhebe und dann... Tja, was machen wir? Was? Oh nein, echt jetzt? Das ist aber nicht toll. Wir versuchen es mal einfach nur mit dieser Wand hier. Tausche mehr Materialien an den Wänden aus. Ist das jetzt euer Ernst? Ich habe das alles in blau gestrichen. Das war ja sowas für umsonst gerade. Oh nein, ich kotze im Strahl. Das ist ja sowas von bescheuert. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich kaufe mal 6. Wahrscheinlich zu wenig. Muss ich die alle einzeln tragen? Really? Warum stapelt das nicht? Oh Gott, ist das bescheuert. Ach so. Nein. Nein, das brauchte ich doch nicht so viel. Jetzt sieht der Laden viel besser aus. In deiner Freizeit kannst du ihn fertig sauber machen, aber jetzt ist es an der Zeit, sich um die Aquarien zu kümmern. Ach, guck mal, dann habe ich ja schon fast viel zu viel gemacht. Schließe. Ich würde gerne diese Wand nochmal ganz kurz anmalen, weil ich habe ja noch blau. Jetzt habe ich noch 3 über. Wir machen einfach... Pass auf, wir machen das einfach so. 1, 2. Ja, das ist natürlich doof jetzt. Dann brauche ich ja noch Minimum 1. Vielleicht sogar auch 2. Ich möchte es jetzt wenigstens einmal so haben, dass es okay aussieht. Verdammt, ich brauche noch 1. Das reicht dann aber auch. Also fürs Erste. Dann habe ich wenigstens hier schon mal so ein bisschen was. Jetzt muss ich das nochmal aufheben. Nein. Ich hoffe, ich habe noch genug Farbe. Wahrscheinlich nicht. Komm schon, zeig's mir. Das habe ich mir nämlich eigentlich gedacht. So wollte ich es eigentlich haben. Tret mal einen Schritt zurück.
Aber ich finde, dass es gar nicht so schlecht aussieht, wenn man das so ein bisschen miteinander verbindet. Ich habe so die Befürchtung, meine Farbe reicht nicht. Okay, was meint ihr davon? Was haltet ihr davon? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Nein, nein, nein. Ich habe das Gefühl, die Farbe ist gleich vorbei. Ich wusste es. Ja gut, dann erfüllen wir erstmal die Aufgabe, die er uns da gesagt hat. Ich schmeiß das erstmal kurz hier zur Seite. Den Auftritt hier anklicken. Von nun an gehen Items direkt in dein Inventar und ihr Überschuss landet auf dem Tisch. Kaufen Sie einen Schwamm. Ah, das heißt, wenn ich was kaufe, habe ich es direkt im Inventar. Das ist gut. Warum nicht schon gleich so? Kaufen Sie einen Schwamm. Das da. Ja. Habe ihn gekauft. Reinige die Aquarienscheiben. Aha, aha. Das habe ich direkt schon gesehen, dass das richtig schlimm aussieht. Wieso geht das nicht? Muss ich hier über die Leiter rein? Nee, ne? Ach so, die soll ich reinigen. Hä? Nein, echt jetzt? Ich muss mein Aquarium erstmal hier raufstellen, oder wie? Na, herzlichen Glückwunsch. Ich kann das doch auch da sauber machen. Warum muss ich das denn hier machen? Ich brauche dringend einen Angestellten. Ich sehe schon kommen. Okay, die kleine Scheibe hier noch. Lalala. Gott sei Dank sind die da nicht so kleinlich. Es reicht, wenn ich den Großteil weggemacht habe. So, sieht doch wieder gut aus. Klicke auf den Auftrag, um Lohn zu erhalten. Hä? Wow, neues Level. Wow, das ist ja ein richtig schöner... Toll, den seht ihr natürlich nicht. Dafür blende ich mich extra mal aus. Es gibt hier so einen schönen Hintergrund fürs Aquarium. Das sieht ja mega toll aus. Und die Farbe hier. Gut, dass ich nicht nochmal blau gekauft habe. Dann nehme ich direkt das hier als nächstes. Boah, ein richtig schöner Fußboden. Boah, mega schön. Roter Keilflecken. Wie bitte? Bärbling. Ah ja. Was auch immer das hier ist. Boah, ich liebe das, wenn es so richtig schöne neue Sachen gibt. Ja, hallo, da bin ich wieder. Bring eines der vernachlässigten Aquarien auf den Arbeitstisch. Es ist 17 Uhr. Was? Habe ich Zeitdruck? Das ist aber nicht gut. Wir nehmen das, was teurer ist. 2,65. Na gut, das nimmt sich nicht viel. Wie denn? Ich habe drauf geklickt. Habe ich das jetzt, bewege dich mit Hilfe, Tasten irgendwas? Ja, mache ich doch gerade. Ach, das ist so kompliziert. Rechte Maustaste und dann linke. Uah. So, und nu? Klicken. Okay, jetzt habe ich hier wieder so eine Reihe an Aufgaben. Neue Erde ins Aquarium. Muss ich dafür die alte Erde rausholen? Lampen, Heizung einschalten, Filter einschalten. Ja, das ist ja wohl easy. Filter erstmal anmachen. Haben wir das schon erledigt? Dann machen wir... Achso, das Thermometer muss ja nicht angemacht werden. Hä, wo ist denn das? Wo ist denn die Temperatur? Habe ich das gar nicht? Hä, fehlt das hier? Ach, da unten. Nee, doch nicht. Moment mal, da ist das Ding. Okay, das war sehr verwirrend. Jetzt habe ich das hochgehoben wieder, ich Trottel. Rechtsklick muss ich doch machen. Oh, das ist doch das Thermometer, Mann! Da muss ich ran. Heizung. Artikel ist schmutzig. Oh, okay, ich verstehe. Nein, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich mitnehmen und sauber machen. Wo habe ich denn hier die Möglichkeit, was zu reinigen? Reinige alle Scheiben. Habe ich nicht hier irgendwo... Ah, da, guck mal. Hier. Das drehen wir hier einmal und dann machen wir das schön sauber. Muss ich das andere auch noch sauber machen? Das hat auf jeden Fall nichts gesagt. Oh nein, meine Pflanzen, das ist nicht gut. Was haben die Pflanzen? Oh, was ist mit den Pflanzen? Die sind wahrscheinlich im dreckigen Wasser und deswegen nicht zufrieden. Kann das sein? Oh Gott. Erstmal schnell hier sauber machen. Oh, der Filter ist auch dreckig, glaube ich. Der sieht ja richtig ekelhaft aus. Ah, vielleicht sollte ich vorher direkt nochmal das Thermometer, also die Heizung einschalten, bevor ich das hier alles sauber mache. Das ist ja noch wichtiger. Ich schätze mal so 23 Grad ist immer gut. Und dann anmachen. Ich glaube, ich nehme das auch nochmal mit und mache das gerade sauber. Naja, ich meine, eigentlich hat das Thermometer ja nichts gesagt, aber es sieht auf jeden Fall jetzt wieder gut aus. So, jetzt fehlen nur noch zwei Scheiben. Die müssen wir natürlich auch noch sauber machen. Vielleicht kann ich ja auch bei einem höheren Level entweder so Reinigungsfische mir kaufen. Das wäre voll nice. Ich habe nämlich in den Kommentaren auch gelesen, weil ich ja gesagt habe, oh, ich hätte so gerne mal ein Aquarium. Und da hatte ich einen Kommentar gelesen von einer Zuschauerin, die hat irgendwie, was hat sie gesagt, 4 Aquarien oder so? Richtig viele. Und die machen angeblich gar nicht so viel Arbeit. Das hat mir so ein bisschen Mut gemacht, ne? Und da dachte ich so, ja, also... Dann ist das ja doch nochmal eine Option vielleicht für später. Ja, mal ein Aquarium zu holen. Warte mal, Lampen brauchen wir auch noch. Wie viele waren das nochmal? 2. Immer 2. Wo war die Erde? Hier. Ich nehme die... Welche nehme ich denn mal? Ich glaube, ich nehme wieder die, die ich vorher hatte. Wir haben zwar neue Erde gekriegt, aber ich glaube... Nee, Moment mal. Hä? Die war relativ günstig. Die kaufe ich einmal. Erde habe ich, Lampen habe ich. Hintergrund brauchen wir noch. Oh, wir müssen noch die Dinger rausholen. Ich habe ja gar kein Netz, ne? Hier. Ach so, hatte ich keinen Platz? Ich habe doch noch Platz. Wieso habe ich denn das nicht? Das ist ja doof. Wie bitte? Nein, lass das Aquarium, lass das aus dem... Oh nee. Ich soll Wasser aus dem Aquarium lassen, bevor ich das hier sauber mache, bevor ich das wechseln kann. Meine Zuschauerin hat gesagt, ich brauche das nicht. Die hat gesagt, man muss das gar nicht so oft reinigen. Wenn man die richtigen Fische drin hat, macht das von alleine. Die hat das gesagt, ich glaube ihr. Warum soll ich das machen? Was soll das? Kann ich schon mal anmachen, ne? Heute nehmen wir mal Gelb. Chilliges Nicht-Verkaufen. Chilliges Gelb. Fast auf Verkaufen gedrückt. So, 21. Sehr hübsch, sehr hübsch. Ja, wir brauchen noch einen Hintergrund. Oha, es wird immer teurer, wenn ich was kaufe. Das ist natürlich wunderbar. Was ich aber auf jeden Fall noch brauche, ist ein Schlauch, glaube ich. Noch einen Schlauch, um das abzulassen. Und einen Eimer brauche ich auch. Wo zur Hölle war der Eimer? Wo war denn der Eimer nochmal? Ach, hier. Nun gut. Schlauch. Eimer.
Klick. Aha. Ah ja. Ach so, oh Gott, ich wollte gerade sagen, aber ich habe ja da noch, ich muss erstmal die Fische eigentlich rausholen. Ich stelle es schon mal hin. Oh, ich kann gar nichts machen. Ich dachte, ich kann in der Zwischenzeit was anderes machen, aber es geht nicht. Ich werde mal gerade zwischenzeitlich, solange ich das noch kann. Nee. Ich wollte auch die Fische mitnehmen. Geht das nicht? Ach, echt jetzt? Wäre das nur gegangen? Ach so, ich habe ja gar nicht das Ding drin. Hier, hoch. Weil wegschmeißen kann ich sie ja, glaube ich, alle auf einmal. Nicht, dass das dann nachher nicht mehr geht, wenn sie auf dem Boden rumschwimmen. Oh, sind schon wieder diese wunderschönen Clownsfische. Das tut mir so leid. Ich weiß nicht, wohin damit. Ach so, Mülleimer. Papa, was hast du getan? Ich bin echt beleidigt und enttäuscht und entsetzt und eigentlich alles. Oh mein Gott, die Pflanzen. Vielleicht sollte ich schnell die Pflanzen rausholen. Ich muss die Pflanzen rausholen. Das funktioniert ja sonst nicht. kurz hier alles auf den Boden schmeißen. Ich habe ja sonst nicht mehr Platz. Das muss alles auf den Boden. Ich habe keinen Platz. kann ich das hinschmeißen? Nee, ne? Hier hin? Auch nicht. Das ist ja jetzt doof. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert das denn jetzt? Kann ich das nicht irgendwo hinwerfen? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob die irgendwas brauchen oder ob nur die Pflanzen irgendwas brauchen. Ist das eine Pflanze? Keine Ahnung, was das ist. Ich muss doch die Sachen irgendwie rausholen können. Okay, wir gucken mal, was passiert, wenn ich das jetzt tue. Dann ist das ja leer. Das andere sind ja nur Muscheln, oder? Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich hole mir einfach direkt schon mal neues Wasser. Das brauche ich ja dann sowieso gleich. Aber wie soll ich denn jetzt die Erde durchtauschen? Oh no. Wie soll das gehen? Das ist eigenartig. Ich habe ja jetzt auch noch die alte Erde da drin. Wie soll denn das funktionieren mit der neuen? Ah, ach so, ich muss einfach so auf dem Dings hier geklickt halten. Okay, das ist sehr eigenartig. Vor allem die anderen Sachen fliegen jetzt noch da unten drin rum. Die Pflanzen wären wahrscheinlich kaputt gegangen. Deswegen war das wahrscheinlich schon richtig. Das sind irgendwo, ist da hier noch ein Haken bei, muss ich ja sagen. Okay. Vor allem brauche ich einfach Stunden, um dieses Aquarium zu reinigen. Das ist wirklich ganz schön Geld. Ach ja, ich habe meine Farbe Geld eingestellt. Ich bin so Trottel, ey. Okay. Ja, dann können wir das ja jetzt hier wieder an die Seite schmeißen. Sack daneben. Und dann bediene ich mir jetzt erstmal wieder hier dem Wasser. Damit ich gleich die Pflanzen wieder reintun kann. Naja, solange ich die im Inventar habe, kann da ja eigentlich nichts passieren. Ich hätte irgendwie gerne so ein Übergangs-Aquarium, dass ich da dann... Ah, vielleicht hätte ich das da so zwischenlagern können. Kann natürlich auch sein, dass das funktioniert. Oder aber, dann geht alles kaputt. Weil das ja auch dreckig ist, das andere Aquarium. Wenigstens muss ich hier nicht weit laufen. Das ist schon mal ein Vorteil. Schwupps. Sehr gut. Den können wir hier ablegen. Dann können wir den Schlauch rausholen. Wie kriegen wir den Schlauch raus? Nee, nicht die Lampe. Den Schlauch möchte ich bitte haben. Hä? Ah, okay. So, klick, um den Schlauch herauszuziehen. Das sieht aus hier einfach als auf den Boden geworfen. Ich schmeiß das schon mal runter. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz begeistert hier, das Pflänzchen. Sauber ist es ja schon eigentlich, soweit es geht. So, aber ich muss den reinigen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Oh Gott, ich hoffe, dass das jetzt nicht so schnell kaputt geht da, das Aquarium. Hätte ich wahrscheinlich vorher machen sollen. Ich schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. Ich muss auch noch Salz kaufen und einen Hintergrund kaufen auch noch. Auf diese Seite. Was sagt er mir denn? Aktiviert. Filter ist an. Temperatur auf 23 Grad. Wunderbar. Jetzt haben wir alles wieder drin. Das ist schön. Also, Moment. Was haben die Pflanzen? Was ist los mit denen? Ah, ich brauche Salz. Das ist das Problem. Mehr Salz. Jep. Kaufen. Hab ich schon? Ja, ich hab's. Direkt reinhauen. Willst du sicher, dass du die Wassersorte ändern willst? Ja, möchte ich. Unbedingt. Okay, ist schon angekommen. Die Pflanze ist tot? Was? Nein, wie bitte? Oh, halt ich sie bloß? Oh nein. Hä? Die Pflanze ist tot, aber sie lächelt immer noch. Was soll denn das? Oh Mann, oh, das ist doch voll doof jetzt. Jetzt kann ich sie wegschmeißen. Die Temperatur ist auch noch zu niedrig. Also Salzwasser scheint auf jeden Fall eine höhere Temperatur zu erfordern. Okay, dann nehmen wir mal, 25 Grad vielleicht. Können wir schon mal testen, ob das in Ordnung wäre. Solange sie ja sowieso tot ist. Oh, sie ist offenbar immer noch tot. Ja, aber das wäre jetzt gut. Verkaufe. Oha, ich habe sie verkauft. Die kann ich nicht verkaufen. Hä, warum konnte ich denn die andere eben verkaufen? Die kann ich auch noch verkaufen. Die Pflanze ist tot. 10. Naja. Ich habe immerhin überhaupt irgendwas noch gekriegt. Ja, hier kriege ich ja gar nichts mehr. Ach, Manu. Ich schmeiß mir das halt weg. So. Das ist ja ärgerlich, ey. Worauf man überall achten muss. Schaffe gute Bedingungen für Salzwasser. Okay, also erstmal Hintergrund. Ne, das können wir jetzt auch so machen. Das hier. Was haben wir denn da Schickes? Wir haben ja ein... Das könnten wir nehmen. Das ist hübsch. Das ist auch hübsch. Ich nehme erstmal das da. Ah, sieht das schön aus. Wo tun wir das hin? Natürlich nicht an diese Seite. Nein, nicht an die. Hier vorne möchte ich das bitte dran haben. Ja.
Oh mein Gott, ist das schön. Da könnte man hier noch so an die Wand irgendwas tun. Irgendwas tun, ist gut. Jetzt gucken wir uns mal die Salzwasserfische an. Hier waren ja Clownsfische drin. Die brauchen Temperatur 23 bis 28. Wie viele brauchen wir denn? Ist das, warte mal, haben die irgendwas gesagt? Nö, eigentlich nicht. Ich kann mir aussuchen, welche. Clownsfisch, Halfterfisch. Die brauchen 25 Grad, 23 bis 28. Okay, dann könnten wir es uns auf 25 Grad einstellen. Die würden da alle reinpassen. Wo sehe ich denn noch, wie viele Freunde die brauchen? Arte, oh, Moment mal. Fleischfressend. Nee. Die kann ich wahrscheinlich nicht zusammenstecken. Die werden sich wahrscheinlich aufessen, oder? Woher weiß ich das? Das sind auf jeden Fall das Pflanzenfresser. Fleischfresser, Pflanzenfresser, auch Fleischfresser. Nee, das ist mir zu gefährlich. Das machen wir erstmal nicht. Ja, dann nehmen wir noch eine Dory. Wir nehmen zweimal Dory und einmal, oder darf ich auch zwei nehmen? Zweimal Nemo. Wo seid ihr? Ach so, im Inventar, natürlich. Aber es fehlen ja jetzt noch, stopp, es fehlen ja noch irgendwelche Pflanzen. Es ist Salzwasser, genau. Dann nehmen wir nochmal Seetang. 23 bis 31, genau, ich muss das noch hochstellen. Einmal Seetang. Boah, keine Ahnung, ey. Nee, das ist zu kalt. Das kann ich nicht nehmen. Ist 21 Grad. Ich muss irgendwas nehmen, was eine höhere Wärme hat. Ja, die ist auch gut. Nehmen wir davon nochmal einen. Habe ich den Fisch gerade fallen lassen? Huch, nö. Was ist denn nun? Hallo? Ah ja, das ist vielleicht ein bisschen groß. Also, wie sieht das so eigenartig aus? Was mache ich da? Könnte ich da oben drauf hüpfen? Das liegt ja gar nicht auf dem Boden. Okay, wir tun jetzt erstmal die Fische rein. Was ist damit passiert? Das liegt, glaube ich, nicht auf dem Boden. Hier haben wir noch so einen. Das liegt wahrscheinlich auch nicht auf dem Boden. Zack. Müssen wir alles einmal nochmal neu hinschmeißen. Oh, im Hintergrund einsetzen. Das ist nett. Ist vielleicht ein bisschen weit oben. Ach Mann, dann kann ich es... Oh, ich kann es nicht mehr verschieben. Ja, ich weiß. Schaffe gute Bedingungen. Warum sind die Bedingungen noch nicht gut? Was fehlt denn da? Vegetation. Muss mich wahrscheinlich beeilen. Oh, Anzahl der Fische ist auch nicht gut. Oh, pH-Wert. Zu niedrig. Brauche höheren pH-Wert. Hilfe, pH-Wert ist zu niedrig. pH-Wert. pH-Booster. Kaufe. Schnell pH-Wert. BH. pH-Wert. Klick. Hallo. Klick. Klick. Na, geht doch. Ich mache mal wieder so drei oder so. Ich hoffe, das ist okay. Immer noch nicht okay. Nee. Vegetation ist auch noch nicht okay. Wir brauchen definitiv ganz dringend noch mehr Seetang. Kaufe. Das nochmal kaufe. Das hier auch nochmal kaufe. Noch einen. So. Schnell rein damit. Zack. Das hier auch auf dem Boden. Dann haben wir hier noch so einen langen Strang. Und noch einen. Hier nochmal oben raufklicken. Für noch mehr pH-Wert. Nochmal einmal. Komma. Das reicht schon. Jetzt. Immer noch nicht genug pH-Wert. Immer noch nicht genug Vegetation. What the hell? Oh Gott, bitte mach. Nein. Sie müssen durchhalten. Komm, drei noch. Zwei. Nicht, dass sie mir wieder wegsterben. Das geht immer so schnell. Vier. Also da hinten noch einen hin. So. Nochmal pH-Wert. Eins. Noch ein, zwei. Ich habe jetzt den anderen gar nicht angeguckt. Nicht, dass da der pH-Wert... Okay, da ist gut. Anzahl der Fische immer noch zu wenig. Okay, dann brauchen wir noch ein... Gute Bedingung. Okay. Noch ein Clownsfisch. Und dann nehmen wir noch einen. Die können wir ja verkaufen. Das heißt, das ist nicht so schlimm. So, zack, zack. Jetzt müsste es aber eigentlich reichen. Gute Bedingung? Immer noch nicht? Immer noch nicht? Was? Hallo? Ah, doch. Gerade so. Es können auf jeden Fall noch mehr Fische sein. Temperatur ist hier in Ordnung. Welchen habe ich denn überhaupt? Klick mal Nemo an. War das der? I don't know. Für den ist perfekt eigentlich. Anzahl der Fische können noch mehr sein, aber man muss immer gucken, wenn es zu viele sind, müssen wir definitiv welche verkaufen. Man kriegt ja auch mehr, je größer die werden, ne? Hunger ist gut. Ich muss sie ja dann eigentlich auch füttern noch. Es fehlt noch. Aber ist es nicht genug? Für den ist doch auch gut. Gute Bedingungen, oder nicht? Oder muss ich drei verschiedene? Oh, okay. Aber ich habe nicht so große Möglichkeit sonst. Ich muss den sonst auch noch nehmen. Ja, okay, das würde auch passen. Wie viele braucht er denn? Steht das nicht hier? Blau, braun, großer Mund, werden oft in Aquarien gehalten. Kaufe. Ich nehme mal zwei und gucke, ob das reicht. Vielleicht reicht es nicht. Eins, zwei. Und dann gucken wir direkt mal rauf, was er sagt. Vegetation. Was? Ist es zu viel? Oh nee, ne? Anzahl der Fische reicht, aber ich muss irgendwie Vegetation wegtun. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich verkaufe irgendwas. Was verkaufe ich denn mal? Das da. Habe ich da schon Gewinn mitgemacht? Ich glaube, ich kriege ja mehr, wenn die wachsen. Ja. Stell das Aquarium wieder an seinen Platz. Sieht auf jeden Fall schön aus, finde ich. Rechts gedrückt halten und dann links. Rechts gedrückt halten und links. Ah ja, dann geht doch. So, einmal hier abstellen. Wow. Haben wir das erste Aquarium fertig. Das hat ja mal gar nicht lang gedauert. Was, und jetzt das zweite auch noch? Na gut, Rechtsklick und Linksklick. Jetzt machen wir das aber ein bisschen schneller. So, als erstes werde ich die ganzen Fische erstmal wegschmeißen. Ich finde das immer so bösartig, ne? Fische einfach so in den Müll schmeißen. Ich beerdige jedes meiner Tiere. Ich kann doch nicht einfach die Fische wegschmeißen. Einfach so in die Recyclingtonne. Mano.
Gut, als nächstes mache ich die Scheiben sauber. Das war Scheibe 1, jetzt kommt Scheibe 2. Scheibe 3, Scheibe 4. Ich nehme dann direkt einfach mal alle mit, oder? Gehen jetzt die Pflanzen kaputt? Wait, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Moment, ist das... Oh nein, das ist für Süßwasser, ne? Die gehen da sowieso jetzt kaputt wahrscheinlich, die Pflanzen. Vielleicht sollte ich die... Oh nein, vielleicht sollte ich die direkt verkaufen. Ich glaube, das war eine dumme Idee, das jetzt zu tun. Ich gehe zurück, ich verkaufe die. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich habe alles... Alles ist sonst so voll bei mir. Ich habe ja leider nur 6 Plätze in meinem Inventar. Schnell. Was sagt mir die? Die ist unzufrieden. Okay, das heißt, die wird sowieso eingehen. Also verkaufen wir die. Kaufen, solange sie noch in Ordnung sind. Verkaufen. Dann kaufe ich sie lieber nachher nochmal neu. Verkaufen, okay. Das andere kann nicht kaputt gehen, deswegen ist das in Ordnung. So, das zweite abgewaschen. Jetzt kann ich direkt im Anschluss das nächste abwaschen. Thermometer ist auch wieder sauber. Direkt nebeneinander. Mal gucken, ob ich das hier auch noch daneben kriege. Achso, das ist jetzt hinten. Hä, das ist ja gar nicht hinten. Okay, dann ist ja noch besser. Jetzt nehmen wir wieder den Schlauch, hängen den da rein. Zack, holen den Eimer und machen erstmal das Aquarium wieder leer. Aquarium ist leer. Letzter Eimer kommt weg und dann hole ich direkt mal wieder frisches Wasser. Brauche ich ja gleich. Das Wichtige ist ja jetzt, dass ich wieder die neue Erde reinholen muss. Ich glaube, ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich auch die gleiche Erde nehmen soll oder ob ich nicht andere Erde nehme. Weil wir haben ja jetzt hier Süßwasser. Und im Süßwasser könnte man ja eigentlich sagen, dass man eher so grobe Erde nimmt wie in so einem Teich. Ich glaube, ich bestelle neue Erde. Auch wenn es vielleicht eher überflüssig ist. Mann, ich finde das so doof. Warum kann ich das nicht gerade hinstellen? Ja, Mann! Oder, warte mal, kann ich das nicht vielleicht ins Regal reintun? Das müsste ich mal ausprobieren. Den da würde ich nehmen. Das sind so ein bisschen größere Steine. Ah, cool. Aber ich glaube, das wird schön. Dann sieht das so ein bisschen aus wie in so einem Teich. Ich muss nur daran denken, dass ich gleich nochmal alles hochhebe, weil sonst fliegt das wieder so komisch in der Gegend rum. Fertig. Den schmeißen wir einfach mal da. Ja, okay. Den schmeißen wir. Okay, jetzt steht er sogar. Nochmal fallen lassen, nochmal hochheben, nochmal fallen lassen. Wieso komme ich da eigentlich nicht? Ach so, bewege das. Ach so. Mit, jetzt checke ich das erst. Mit dem Mausrad bewege ich das. Oh, hier haben wir so einen schönen Holzstamm. Vielleicht kann ich den da so ein bisschen, oh Mann, ich will den mal drauf ablegen. Irgendwie funktioniert das aber nicht. Sehr schön, das haben wir auf jeden Fall schon mal drin. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Ah, da hat sich gerade der Preis erhöht hier oben. Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade nicht gesehen, von was auf was. Aber irgendwie ist es teurer geworden. Nein, und wie teuer ist jetzt das andere Aquarium? Lass mal gerade kurz gucken. Was steht da hinten? 2057. Stand das vorher auch schon? War das auch schon so teuer? Und eigentlich müssen die ja in der Zwischenzeit sogar auch schon gewachsen sein, die Fische, ne? Wir hatten ja jeweils 3 und von dem anderen Fisch, glaube ich, nur 2. Da muss ich mal ein bisschen gucken, ob die sich ja auch vermehren. Habe ich da so eine richtige Ansicht, wenn ich auf das Aquarium klicke, wie viele Fische drin sind? Ich befürchte leider nicht. Das war, glaube ich, der letzte Eimer. Jo, den schmeißen wir wieder dahin. 450 ist es jetzt. Dann machen wir einmal den Filter an, die Heizung an. Und wir fragen uns, welche Temperatur brauchen wir denn? Vielleicht gucken wir uns erstmal die Fische an, die wir haben. Ich mache mal gerade so 23 Grad. Achso, Lampen könnte ich noch holen. Und einen Hintergrund. Das machen wir vorher noch. Erstmal Lampen. 2 Lampen. Und einen Hintergrund. Ja, wir haben ja jetzt eher so Seethema. Da würde ich dann vielleicht das hier nehmen. Das kennen wir zwar schon, aber egal, ne? Hier von hinten. So, wunderschön. Dachte, das sieht doch gut aus. Muss irgendwie nochmal lernen, wo ich die komischen Lampen hier immer platzieren soll. Das ist, glaube ich, sogar ganz gut geworden. Ah ja, aber ich muss noch den Schlauch wieder entfernen. Ups, okay, da ist der Schlauch. Weg damit. Boah, hier würde ich so gerne noch ein paar Steine dran machen. 708 ist es jetzt. Schaffe gute Bedingungen für Süßwasserfische. Ja, das finden wir jetzt erstmal raus. Wir finden raus, was die Süßwasserfische brauchen. Goldfisch kennen wir ja theoretisch schon. 18 bis 24 Grad. Warum? Diskusfisch, 27 bis 30. Oh, okay, also die können nicht zusammen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, in welchem Temperaturbereich wir das gerne machen wollen. Das würde noch zum Goldfisch passen. Ach nee, das ist ein Fleischfresser. Das ist schlecht. Fleischfresser wollen wir nicht. Oder wir machen es erstmal ganz easy. Die gehen auch. Guppi. Haben wir nicht irgend so einen Putzer, so einen Scheibenputzer? Oh, nee, ne? Ah, das ist auch wieder so ein Fleischfresser, Fleischfresser. Das ist sehr kühl, 16 bis 20 Grad. Oh nee, schon wieder Fleischfresser. Wie mache ich denn das mit den Fleischfressern? Also Guppi würde auf jeden Fall 24 bis 28, der würde zu dem passen. Guppi und Zitronenbuntbarsch. Aha. Wie viel brauche ich nochmal? 3. Guppi, Zitronenbuntbarsch und Goldfisch, passen die zusammen? Das ist 24 Grad. 24 Grad, 24 Grad. Okay, dann machen wir alles auf 24 Grad und dann brauche ich auf 24 Grad auch die Pflanzen. Die passen. Da kaufe ich mal 2 direkt. 24 Grad passt auch. 2. Und die passt auch. 24 Grad. Mal gucken, ob das schon reicht. Ich weiß es nicht. Wir tun die Dinger erstmal rein. 1. Kann ich vielleicht einen größeren noch machen? 2. 4. Den vielleicht auch noch ein Tickchen größer. So. Dann haben wir hier noch einen. Den lasse ich mal in der Größe. Da hinten tue ich auch noch einen hin. Nee, oder hier so einen Stein. Ah, ich muss noch umstellen. 24 Grad.
Oh, ich hab's wieder aufgehoben. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Oh, Mann, jedes Mal das Gleiche. 24 Grad. Aktivieren. So. Puh. Was sagen die Pflanzen? Mhm. Okay, die sind auf jeden Fall noch zufrieden. Gerade so passen halt noch rein, ne? Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie groß die Gruppe da sein muss. Was ist hier hin da? Hier, Guppi, genau. Goldfisch nehmen wir mal erstmal zwei. Und dann gucke ich mal, ich weiß nicht genau, wie viele die da brauchten. Davon auch zwei. Ja, ich muss ja unterschiedliche Sorten haben. Hey, wieso habe ich nur einen? Hä? Ist einer runtergefallen? Wo ist? Erstmal reinschmeißen. Flup, 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 flup. Brauche auf jeden Fall noch einen Guppi, definitiv. Das war doch zu wenig. Hey, Manu, ich dachte, der ist hier vielleicht irgendwo runtergefallen, aber irgendwie doch nicht. So, jetzt muss ich irgendwie einen hier kriegen. Ach du Schreck, viel zu wenig Vegetation, viel zu wenig Dekoration und viel zu wenige Fische. Vegetation, Dekoration. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was hatten wir denn hier? Die da. Ja, die ist auch gut. Zwei, hier nochmal drei. Hoffentlich reicht das. Ich lasse die jetzt erstmal einfach irgendwo hin. So, da nach hinten noch eine. Hier vorne. Da noch eine. So, jetzt erstmal abchecken. Was sagt er? Nein, ich möchte nicht den Stein. Ich möchte den Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Hallo, Fisch. Die sind zu klein. Ich krieg die mal nicht. Ah, okay. Das ist schon mal gut. Mehr Vegetation darf ich auch nicht für den. Aber Dekoration brauche ich noch mehr. Goldfisch braucht auch noch mehr Fische. Nee, erstmal gucken. Brauche noch einen Goldfisch definitiv. Muss ich den hier einmal. Ich komme nicht an die Dinger ran. Die verstecken sich dahinter. Nein, ich möchte nicht die Pflanze. Ich möchte den Fisch. Hallo. Jetzt habe ich einen. Okay. Vegetation perfekt. Dekoration mehr. Und Fische mehr von dem. Wie soll ich denn bitte den Guppi anklicken, Leute? Wie soll ich den Guppi kriegen? Der ist so klein. Wo ist denn der? Hallo? Guppi. Wo ist der Guppi? Das Ding da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Ich krieg den kleinen Guppi nicht. Egal. Ich hole jetzt erstmal noch andere Fische. Weil wie lange soll ich noch warten? Der braucht wahrscheinlich Minimum zwei. Der braucht einen. Und dann brauche ich auf jeden Fall irgendwie... Wir nehmen Steine. Stein ist gut. Das ist dem egal. Der nimmt alles. So ein Stein. Was könnte man denn noch nehmen? So ein Holzding. Hölzerne Wurzel. Super. Also erstmal Fisch. Fisch, Fisch. Dann haben wir hier so einen Stein, den würde ich gerne hinten in die Mauer ranmachen. Genau, im Hintergrund. Ah, jetzt habe ich's. So muss das sein. Ah, perfekt, ey. Da noch einen hin. Habe ich die Wurzel schon fallen lassen? Wo ist denn die Wurzel? Goldfisch, was sagt er? Dem geht's gut. Anzahl der Fische, alles perfekt. Temperatur, ja, da können wir nichts dran ändern. Das ist halt einfach so, weil die mit unterschiedlichen Fischen da zusammen sind. Gucken wir uns den nochmal an. Dem geht's auch gut. Der könnte... Ach so, der braucht noch mehr. Oh, weia. Wie viel braucht der denn? Hilfe. Oh, nein, das ist der falsche. Wahrscheinlich Minimum nochmal zwei. Ganz schön teuer, ey. Gott, ich gebe hier richtig viel Kohle aus gerade. Na gut, aber man muss ja auch sehen, wir machen ja auch Gewinn dadurch. Immer noch zu wenig, was? Oh nee, noch einer. Und rein damit. Direkt anklicken. Ja, so ist es perfekt. Wie komme ich jetzt an die Guppies? Wie komme ich an die Guppies? Wie war denn das nochmal? Rechte Maustaste, um das zu inspizieren? Q, genau, Q. Nein, das war's nicht. Leute, Hilfe. Ich weiß, da ist ein Guppi. Habe ich ihn? Nein. Kann mir mal jemand sagen, wie ich diese kleinen Guppies kriegen soll? Kann ich mal hier oben so ein Guppi lang schwimmen vielleicht? Der braucht bestimmt auch noch mehr. Ich hole einfach noch mal ein paar Leute hier. Nein, nicht ein Stichling, um Gottes Willen. Bitte nicht noch was. Ich glaube, Guppies brauchen immer mehrere. Viele Guppi-Züchter. Steht hier irgendwas? Vielzahl von Farben. Aquarienkapazität, 25 Liter. Das ist hier Anzahl Dekoration. Ah, guck mal. 3 bis 15. Ja, das haben wir. Anzahl Pflanzen, 4 bis 18 haben wir auch. Frisches Wasser. Das heißt, es fehlen auf jeden Fall Guppies. Und das werden wir jetzt rausfinden, indem wir einfach welche reinschmeißen. Und der dann sagt, ja, die gute Bedingung ist erfüllt. Komm, ich krieg ihn nicht. Verdammt, ich krieg immer nur die doofe Pflanze. Ich hole noch mehr Guppies. Ich meine auch im echten Leben zu wissen, dass Guppies eigentlich immer in einer großen Anzahl auftauchen. Nicht, dass jetzt die anderen wieder nicht glücklich sind. Doch, die sind immer noch glücklich. Das ist alles gut. Goldfisch ist auch alles gut. Das heißt, es muss an den Guppies liegen. Immer noch nicht zufrieden. Noch mehr? Nachher sind es zu viele. Wie soll ich denn die Guppies bitte verkaufen, wenn ich sie einfach nicht kriege? Oh, hoppala. Komm, ich habe ihn doch gerade da oben. Nein, Goldfisch! Doch, irgendwo mal einen von diesen... Ah, okay, es ist fertig. 2153. Boah, findet ihr nicht auch, dass das richtig hübsch aussieht? Ich muss übrigens... wahrscheinlich noch mal Essen kaufen. Ey, es macht echt Bock, ne? Ohne Spaß, macht wirklich Bock. Für pflanzenfressende Süßwasserfische. Ja, das brauche ich definitiv. Ich werde einfach schon mal hier füttern. Oh mein Gott, was? Ach so, ich dachte gerade, es ist schon wieder eklig geworden. Ich habe übrigens die Lampen gar nicht angemacht. Ich würde gerne ein bisschen grün machen. So, leichtes Licht in grün. Vielleicht können wir hier noch mal eine andere Farbe nehmen. Grün und weiß. Ein bisschen weiß einfach. Sieht doch richtig aus wie so ein schöner Teich oder so ein Fluss. So, Rechtsklick und Linksklick. Dann stellen wir das jetzt wieder hier zurück. Wow. Wähle das Aquarium, das du verkaufen möchtest. Drücke Q, um. Drücke Q, um zu inspizieren und verkaufe es dann. Was? Ich habe das doch gerade so schön gemacht. Mach ich mal in der 2227. Ist das eigentlich mehr geworden? What the hell? Oh mein Gott. Hunger.
Ja, genau. Hunger. Pflanzenfressende Meeresfische. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen natürlich unsere Fischlein auch füttern. Einer wird wohl nicht reichen. Komm, wir machen ein bisschen mehr Futter. So. So. Okay. Und jetzt? Geht's euch besser? Ich darf definitiv nicht so viele Pflanzen drin haben. Mein Gott, sind die groß geworden. Wow. Ja, dem geht's immer noch gut, dem Palettenfisch. Ist das der sich so... Nee, warte mal. Der, den habe ich noch nicht angeklickt, ne? Anzahl der Fische. Oh, da kann ich was verkaufen. Den kann ich auch so verkaufen. Sofa. So, jetzt passt das wieder mit der Fischanzahl. Da muss man ja echt immer gut gucken. Ich möchte den, wollte doch den Nemo hier anklicken. Was ist hier denn so schnell unterwegs? Clownsfisch. Ah, der ist auch zu viel. Kann ich auch schon mal einen verkaufen. Verkaufe. Ja, ich könnte natürlich auch komplett eins verkaufen. Vielleicht verkaufen wir sogar das hier. 2800. Drücke Q. Zum Kauf erhältlich. Ja. Und dann mache ich das so, oder wie? Wir testen das. Der Verkauf von Aquarien ist ein schneller Weg, um viel Geld zu verdienen. Je besser der Zustand des Aquariums und je mehr zusätzliche Upgrades es hat, desto mehr bekommst du dafür. Also vergiss nicht, dass das Aquarium gut gepflegt ist und alles hat, was es braucht und dass die Fische glücklich sind. Ja, das habe ich ja gerade nochmal gecheckt. Verkaufen wir das jetzt. Oh, ich habe so viel Arbeit reingesteckt und jetzt verkaufen wir es. Ja, ich möchte es verkaufen. 2911. Oh, es ist gerade nochmal mehr geworden. Wow, jetzt habe ich 4300. Kaufe einen Tisch im anderen Raum. Wie bitte? Einen Tisch im anderen Raum? Hier? Ach, da. Ah, geh. Okay, Leute, ey, ich muss echt mal langsam Pause machen, weil ich nehme schon fast 2 Stunden auf. Kaufe ein neues Aquarium im Laden. Aber es macht echt so Bock. Krass ist das. So eins oder so ein kleines? Ich könnte ja theoretisch auch kleine verkaufen. Ich nehme mal ein großes. Kaufe einen Aquaristikschrank, von dem Kunden Produkte kaufen können. Das funktioniert wie? Hier? Das, genau, hier. Da habe ich doch hier auch einen, da. Hier ist einer. Drücke G, um zu kaufen. Werkzeugschrank, in dem diese aufbewahrt werden können für... Was? Hallo Deutsch! Das ist aber Waren für Kunden. Oh, nee, das andere ist ein Werkzeugschrank. Hier sind die Waren für Kunden. Aha, okay, dann kaufe ich natürlich den hier. Oder hier hinten auf jeden Fall irgendwie einen. Oder hier. Wir verkaufen gleich vorher mal die Tür. Die brauchen wir wohl doch nicht mehr. Okay, ich kaufe mal hier einen Schrank. Ach, ist das süß. Klicke, um die Artikel zu vervollständigen. Oha! Die Uhr zeigt an, wie viel Zeit du noch hast, um den Laden zu öffnen. Bis dahin versuche, deine Aquarien so schön wie möglich zu dekorieren, um so viel wie möglich aus dem Verkauf der Artikel zu verdienen. Wenn du keine Zeit hast, dich um alles zu kümmern, wirst die Arbeit in den nächsten Tag beendet sein. Was? Wird die Arbeit am nächsten Tag beendet sein? Wird die Arbeit in den nächsten Tagen beendet sein? Dein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr morgens und das Geschäft öffnet um 14 Uhr. Also bis 14 Uhr habe ich Zeit, alles hübsch zu machen quasi. Oh mein Gott, das ist ja, ob ich so schnell bin, ich weiß ja nicht. Kann ich Pause drücken? Ich kann nicht Pause drücken. Hervorragend. Hilfe! Klicke, um das Spiel zu speichern. Speich! Ich speichere mal hier. Die Zeit läuft immer noch weiter. Nein! Okay, so habe ich auf jeden Fall eine Pause. Also, ich hatte mega viel Spaß bei dem Spiel. Mal gucken, wie ich das zusammengeschnitten habe. Ja, es ist dann doch so ein bisschen, dass es halt alles etwas länger dauert. Ach, da hinten ist ja mein Holz. Ich sehe das gerade im Hintergrund. Da ist mein Holz. Ich und mein Holz. Oh, da stehen auch Aufträge. Seht ihr das? Da steht, übernimm den Auftrag und da steht noch irgendwas. Dinosaurier-Fossilhunter, Geschenk von einem Freund. Hä? Habe ich das Geschenk gekriegt? Nee. Also, wenn ihr Bock habt, dass ich das weiterspiele, was ich sehr hoffe, bitte schreibt es in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen da und falls es euch gefallen hat, könnt ihr mich natürlich unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es wieder ein neues Video gibt. Ich habe echt Bock auf dieses Spiel. Bis dann. Tschüss. Ich möchte ein Imperium.